Hilfe, wer hat mein Brautkleid? Susanne und Mario aus Neuss in NRW haben momentan kein anderes Thema mehr. Seit über einem Jahr planen die beiden ihre Traumhochzeit am 5. September, jetzt 3 Wochen vorm Stichtag. Der Schock, die Reinigung hat das 2.800-Euro-Kleid verschlammt. Kein Scherz. Erst zu Hause merkt Susanne, dass das gewaschene, abgeholte Kleid nicht ihres ist. Bilder aus der Überwachungskamera zeigen auch noch die Verwechslung und trotzdem der Mann mit dem Traum in Weiß weg. Ein neues Kleid können sich die beiden übrigens auch nicht einfach so leisten. Also in diese Geschichte kann man sich, glaube ich, ganz gut reinfühlen. Und Mario und Susanne sind uns jetzt auch live zugeschaltet. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr Zeit für uns habt. Hallo. Hi. Ja, kleiner Albtraum, den ihr zwei da erlebt. Wie geht's euch und vor allem Susanne, für Sie, wie war denn der Moment, als Sie gemerkt haben, das ist nicht mein Kleid? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total im Schock, als mein Mann mir die Fotos geschickt hat und ich gesehen habe, dass es überhaupt gar nicht mein Kleid war. Ich dachte, mein Puls gefühlt auf 200 und ich habe nur gesagt, fahr da sofort hin, es ist nicht mein Kleid. Und ich war einfach im Schock, was ich immer noch bin, weil bald steht die Hochzeit an und mein Kleid ist nicht da. Ich denke, das ist das Schlimmste überhaupt, was einer Braut passieren kann. Wie gesagt, ich glaube, viele Frauen können sich ganz gut in ihre Situation reinfühlen. Was meinen Sie, könnte es sein, dass Ihr Kleid wieder gefunden wird? Wie ist Ihre Hoffnung? Also die Hoffnung gibt man ja nie auf. Ich denke, ich bete eigentlich jeden Tag und gucke immer auf dem Handy, dass sich jemand meldet und sagt, ihr Kleid ist wieder da. Nur die Zeit wird eben immer knapper und ich werde immer nervöser. Ja, aber wie gesagt, die Hoffnung gibt man ja nicht auf. Und was machen Sie jetzt, wenn das Kleid nicht auftaucht? Wird trotzdem geheiratet? Ja, wir denken schon, dass geheiratet wird, nur müssen wir halt gucken, in welchem Umfang und wie wir das noch machen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, wir hoffen, dass sich alles noch gut ergibt, alles, aber... Also macht das Kleid wirklich so viel für Sie aus, ja? Wenn Sie dieses Kleid nicht haben, Ihr Kleid, dann wird die Hochzeit anders aussehen. Ja, wir sind da so ein bisschen traditionell, es muss in Weiß geheiratet werden. Ich denke, mein anderes Kleid wird es auch tun, aber es wäre am schönsten, wenn unser Kleid, also Ihr Kleid wieder auftaucht. Aber wir machen das Beste draus. Okay, das wünschen wir Ihnen so optisch gesehen. Jetzt, ich sehe Sie zum ersten Mal. Sie sind auf jeden Fall so ein super Pärchen und deshalb alles Gute und trotzdem eine schöne Hochzeit, egal ob mit Kleid oder anderem Kleid. Danke Ihnen. Dankeschön. Danke. Schönen Abend an Sie. Tschüss. Tschüss.